Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Bis Donnerstag hatte der Circuit of the Americas die staatliche Unterstützung. Am 27. Mai wurde auf einer Legislatursitzung bekannt gegeben, dass die Rennstrecke die 25,8 Millionen Dollar verloren gegangen sind. Die Organisatoren und Eventveranstalter haben vorgestern einen Aufruf eingereicht, der endgültig abgelehnt wurde und den Verlust der staatlichen Unterstützung bestätigt. Der Vertrag der Rennstrecke endet 2021 nach einem 10-Jahres-Vertrag. Nächstes Thema. Ferrari nimmt die neue hintere hydraulische Aufhängung immer noch nicht auf, aber Haas wird sie in Kanada einführen. Die Federn und Stoßdämpfer werden dadurch ersetzt, die den Abstand zum Boden je nach Fahrsituation anpassen werden. Bis 2020 werden die Aufhängungen bei Ferrari nicht weiterentwickelt. Die FIA will diese Fahrwerke aber 2021 verbannen, doch Ferrari ist die einzige Mannschaft, die dafür ist. Außerdem werden beim Frontflügel minimale Veränderungen vorgenommen. Dadurch wird das Auto auf den Geraden zwar ein bisschen langsamer, aber dafür stabiler, was Leclerc und Vettel helfen sollte. Nächstes Thema. Mercedes hat am Freitag offiziell bekannt gegeben, dass sie bis einschließlich 2025 in der Formel 1 bleiben werden und nicht Ende 2020 gehen wollen. Toto Wolff hatte bisher Zweifel an der von Liberty Media bald eingeführten Budgetobergrenze. Außerdem werden sie Ende diesen Jahres auch in der Formel E vertreten sein. Nächstes Thema. Als Red Bull Ende 2015 noch keinen Motor für die Saison 2016 hatte, gab es eine Vorabvereinbarung zwischen Red Bull-Besitzer Dietrich Mateschitz und Mercedes-Vorstandsvorsitzenden Niki Lauda. Red Bull sollte 2016 Motoren von Mercedes erhalten. Mercedes-Sportdirektor Ron Meadows musste Niki Lauda davon überzeugen, dass es keine gute Idee war und somit kam es auch nicht dazu. Hat euch das Video gefallen? Dann Daumen nach oben. Wollt ihr mehr Formel 1 Videos von mir sehen? Dann abonniert doch diesen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.